Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcane Vale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Arcane Vale. Ja, beim letzten Mal ist ein Traum wahr geworden. Wir haben unser eigenes Haus endlich. Ich habe hier alle möglichen Werkzeugbänke. Es ist einfach ein Traum. Es hat zwar 5000 gekostet, aber wir haben unser eigenes Haus. Das ich beim letzten Mal schon sehr gefeiert und ihr auch offenbar. Ja, ich habe hier gerade noch mein Zeug ein bisschen verbraten. Und ich habe auch schon meine Kiste zwischen den Folgen schon mal rübergetragen. Also hier unten bei dem Essen habe ich zum Beispiel eine Kiste stehen. Oder hier bei dem Alchemie-Zeug habe ich mal ein bisschen was einsortiert. Ja. Und was wollen wir heute in Angriff nehmen? Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Hier oben haben wir eigentlich so gut wie alles abgeschlossen. Unsere nächsten Aufgaben ziehen uns eher hier so nach unten. Also ich kann ja hier in die Questliste reingucken. Hier will einer zum Beispiel Fischkiepen haben. Der vermisste Ehemann, der ist ja irgendwo im Süden. Das verfluchte Auge. Wo wir nicht mal wissen, wo das ist. Dann nochmal Wüste. Jemand für Schneckenlungen. Das Koboldlager südöstlich der Bastion sollten wir auskundschaften und jeden Sprengstoff mitnehmen. Jemanden tief in den Sümpfen. Eine Saatgutlieferung für den einen Typen vom letzten Mal. Also fast alles, was wir machen müssen, abgesehen eventuell das vom Koch, findet irgendwo im Süden statt. Außer das eventuell. Also ja, wir werden heute in den Süden wahrscheinlich wandern. Aber erstmal räume ich mein restliches Zeug eben kurz weg, damit wir mit einem relativ leeren Inventar losziehen. So Leute, ich habe mein Inventar jetzt angepasst. Ist an der Zeit, in die große, weite Welt hinauszuziehen. Wir müssen auf jeden Fall als allererstes mal die Saatgutlieferung abholen. Das können wir ja hier im Farmshop machen. Willkommen in meinem Bauernladen. Wenn du Saatgut oder Werkzeuge brauchst, bin ich der Mädchen. Ja, ich soll eine Sattlieferung abholen. Ja, er hat mich beim Pater gebeten, das für ihn vorzubereiten. Also, alles, was er wollte, ist drin. Ja, und das müssen wir einfach nur eben kurz mal nach oben bringen. Das ist wahrscheinlich auch die einzige Quest, die wir hier oben jetzt abschließen müssen. Ich habe deine Sattlieferung. Ja, ist harte Arbeit. Wo soll die Lieferung hin? Ach ja, nee, das war ein Typen, der in der Wüste lebt. Ich überlege gerade. Ich schicke ihn mal hier auf Nahrungssuche. Hier bei der Farm. Stimmt ja, er hat ja noch mehr Zeug, das ich mir gönnen kann. Der hat sogar einen riesigen Kürbis. Lauf mal ein bisschen frei rum. Kannst mir nicht im Weg stehen. Ich würde auch noch mal eben kurz gerne nachschauen. Oh, hier liegen echt viele Eier. Die würde ich mir schon gerne gönnen. Was braucht man noch mal, um Mehl herzustellen? Weil für die eine Nebenquest brauche ich ja Mehl. Soll ich nur mal eben kurz nachgucken, während ich eben kurz mal die Kürbis hier von dem Typen verkaufen. Es war so nett von ihm, mir die zu spenden. Das bringt mir ja kaum Geld ein, weil die Kürbis sind schon eher. Die Tomaten behalte ich mal. Die bringen kein Geld. Hier hinten war die Mühle. Wir nur mal eben kurz gucken.
Dafür braucht man fünfmal den Weizen. Ich müsste Weizen mal bei mir anbauen. Warum bauen wir nicht zuallererst mal den Weizen bei mir an? Der kann ja wachsen, während ich unterwegs bin. Warte mal, dafür gehen wir eben kurz nochmal zum Farmshop. Der hat bestimmt den Weizen für mich im Angebot. Da, Weizensamen. Ich kaufe mal alle Weizensamen. Zuckermais habe ich, glaube ich, auch nichts. Ja, kommt, damit ich es mal habe. Eine Hacke brauche ich auf jeden Fall und eine Gießkanne. Ich kaufe dir ansonsten mal alle Samen ab, die du hast. Ich kann jetzt auch die Gießkanne herstellen. Okay. Dann nehme ich mal alles hier raus. Ich kann bestimmt nicht komplett alles anbauen. Aber wir können ja mal. Ach, das ist schon umgegraben. Okay. Zuallererst will ich auf jeden Fall den Weizen anbauen. Der Kürbis bringt recht viel Geld. Und ansonsten packe ich mal alles, wovon ich am wenigsten habe, eben kurz in meine Leiste. Und rüste die Gießkanne aus. Oh, guck mal, das Anbauen, das geht sogar recht schnell. Warte mal, ich habe doch irgendwo auch so einen Sprinkler. Ich sollte eventuell Sprinkler holen, damit ich nicht selbstständig hier gießen muss. Die Frage ist, welchen Bereich decken die ab? So, einmal kurz die Sprinkleranlage ausrüsten. Ich habe nur zwei. Ich würde die gerne mittig von den ganzen Schmarrn setzen. So, ich habe jetzt da das mal relativ mittig gesetzt. So, Leute. Ich habe jetzt, soweit es geht, alles angepflanzt. Die Gießkanne hat offenbar echt Power. Nietet die einfach alles weg. Ich dachte, damit gieße ich einfach nur die Pflanzen. Alter, was macht denn die Gießkanne? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die als gegossen gelten oder nicht. Ach, guck mal, Balian ist zurück. Er hat ein Brot, ein Ei und ein rohes Huhn gefunden. Hast du gut gemacht. Ach, Leute, ich habe gerade rausgefunden, wie ich die Gießkanne wieder auffülle. Schon ist sie wieder voll. Ja, so einfach geht das, ne? So, ich packe mir mal noch den Bogen hier unten in meine Leiste. Und dann können wir jetzt nach unten wandern. Wollen ja auch mal ins neue Gebiet ein bisschen reinstöbern. Auch wenn die Farm heute schon sehr viel Zeit genommen hat. Sind in der Wildnis und da wächst was Neues. Ich würde das gern ernten. Das sind Kartoffeln. Diese wilde Schweine und da ist Triss. Oh, du bist am Le noch am Leben. Oh, du bist noch am Leben. Wie enttäuschend. Wo sind meine Manieren? Sorry. Ich habe gerade einen neuen Song geprobt, an dem ich arbeite. Kannst du ihn für mich spielen? Nun, ich kann ihn für dich singen, aber ihn zu spielen wäre ein bisschen schwierig, da ich nicht mehr im Besitz meines wertvollsten Besitzes bin. Meine treue Laute wurde von einem Rudel Fischmenschen gestohlen.
Ich war gerade dabei, mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern, als ich ihr Lager erkundete. Und zack, sie haben mich so schnell weggepeitscht, dass ich meine Laute zurücklassen musste. Ich könnte sie für dich holen. Ach, würdest du? Das wäre spektakulär. Wenn du dich durchsetzt, werde ich eine epische Geschichte über deine Abenteuer schreiben. Beeil dich und bring mir meine Laute zurück. Ich bin sicher, sie befindet sich noch irgendwo in ihrem Lager. Wo ist das Lager? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich rannte so schnell ich konnte. Es war irgendwo im Westen. Ja, ich brauche ja eh auch Fischkiemen, ne? Also passt schon. Oh, ist das ein neues Erz? Nee, das ist ein Eisenerzvorkommen. Aber ist trotzdem gekauft für Eisenerz. Kann ich immer gebrauchen. Oh, was haben wir denn da für eine Echse? Eine aggressive Echse. Die nicht mal irgendwas droppen. Einfach nur aggressive Viecher. Ist auf jeden Fall sehr viel Kupfer. Oh, da ist dieses Auge, was wir fangen sollen. Und die Golems, die diese Runen abliefern. Zumindest die großen sollen sie liefern, hieß es ja. Naja, die trocken auch Steine, ne? Oh, ein Golem. Erstmal kümmern wir uns um den Kleinen. Das Gute ist, der ist langsam. Da haben wir doch schon die erste Rune. Oh, wenn ein großer stirbt, teilt er sich nochmal ein kleinerer auf. Das ist gut zu wissen. Fünf Runen brauchten wir, ne? So, wie viele Runen habe ich? Ich habe die erforderlichen fünf. Wollen wir die eben kurz zurückbinden? Dann hätten wir auf jeden Fall die Schnellreise. Ich gucke natürlich erstmal, ob hier noch irgendwas ist. Stand's gerade ungünstig, Kollege. Ist auf jeden Fall auch ultra viel Stein zu mitnehmen. Mich interessiert, was das für ein Stein ist. Hier ist eine Höhle. Die gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich wandere jetzt zurück und gebe die Erdrunen ab. So, dann geben wir den Zauberer mal seine Runen. Hervorragende Arbeit. Was ist das für ein Märchenzauberer in dir? Und mein Scherz, aber sie können die Portale jetzt benutzen. Mit Hilfe vom Portal kannst du sicher durch die Welt reisen. Geh einfach zu ihnen hin und biete deine Teleportationsrune an. Wenn du keine Teleportationsrune mehr hast, komm zu mir zurück. Mit den Erdrunen, die du gesammelt hast, konnte ich eine ganze Reihe von Teleportationsrunen herstellen. Also die kaufe ich dir jetzt einfach ab, oder wie? Och, sind die teuer. Und verkaufen lässt du dir gar nichts. Ah gut, ich kaufe dir mal so viele ab, wie ich gerade abkaufen kann. Jetzt habe ich 9 von diesen Runen. Und ich würde sagen, probieren wir den Teleport auch direkt mal aus. Ich kann mich doch jetzt dann zum Beispiel einfach dahin teleportieren. Hui! Okay, so spannend sieht der Teleport tatsächlich nicht aus. Aber guck mal, unser Zeug ist schon ganz gut gewachsen. Aber es ist noch am Wachsen. Es ist nicht fertig.
Frag mich, ob ich da einmal drüber gießen sollte. Kann ich die Sprinkler eigentlich auch neben dem Feld hinstellen? Dann würde ich einfach mal in die Mitte von beiden Feldern was hinpacken. Ja, kann ich. Die werden ihren Job schon machen. Okay, Leute, haben doch damit was erreicht heute. Wir haben eine Farm aufgebaut. Wir haben die Golems vernichtet und den Teleport freigeschaltet. Das klingt nicht nach viel, aber ich habe was erreicht. Palian habe ich übrigens unten losgeschickt, dass er mir Erze sammeln soll. Aber ich glaube nicht, dass er mit irgendwas zurückkommt. Ebenfalls, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!